So, dann herzlich willkommen alles zusammen. Unser Thema für heute, Gustavo Gusto, lecker und auch noch extrem erfolgreich. Und ich freue mich besonders heute, den Michael Götz da zu haben, den Chief Marketing Officer von Gustavo Gusto. Vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, die machen extrem leckere Tiefkühlpizza und sind gleichzeitig auch eines der am schnellsten wachsenden, ja, FMCG-Unternehmen in Europa. Und heute werden wir mit Michael darüber sprechen, wie man nicht nur sehr leckere Pizza macht, sondern auch eine richtig spannende Marke baut. Und eben auch dieses ganze Wachstum dann eben auch hinbekommt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Von daher klasse, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Michael. Sehr gerne, freue mich da zu sein. Genau, also ich persönlich bin Riesenfan von eurer Marke. Ich glaube, wie jeder habe ich natürlich früher als Student viel Tiefkühlpizza gegessen, ne? Und dann bin ich dem Ganzen wahrscheinlich irgendwann mal entwachsen. Ich glaube, ich habe dann bestimmt über 10 Jahre lang keine mehr im Regal gehabt, nachdem ich natürlich vorher immer alles durchprobiert hatte von Dr. Oetker, Wagner und so weiter. Und irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr drauf. Auch weil ich natürlich, wie viele versuche, mich natürlich gesünder zu ernähren. Und plötzlich ist seit letztem Jahr spätestens immer mal wieder die Gustavo Gusto Pizza bei mir im Tiefkühlfach. Und die ist einfach extrem lecker. Und offenbar geht es nicht nur mir so, dass ich da großer Fan bin, sondern die Financial Times hat ja auch darüber berichtet, dass ihr eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in diesem Bereich in Europa sogar seid. Genau, also vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was Gustavo Gusto ist. Was macht ihr denn so? Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Also grundsätzlich machen wir Pizza. Das ist ganz klar unser Kerngeschäft. Da kommen wir auch her. Und wir können, glaube ich, auch sagen, dass wir die erste echte Pizzeria-Pizza sind in den deutschen Tiefkühltruhen, denn das war unser Ursprung. Wir hatten 10 Jahre lang oder so ein bisschen länger eine eigene Pizzeria-Kette, eine kleine. Und daraus erwuchs dann quasi irgendwann der Wunsch, das Rad ein bisschen größer zu drehen. Und dann sind wir über Umwege im LEH gelandet und da fühlen wir uns nach wie vor sehr wohl. Und jetzt seit kurzem haben wir aber auch Eis im Sortiment. Das heißt, ein weiteres Produkt, was wir in Bayern jetzt getestet haben, letztes Jahr, was sehr erfolgreich anlief und was wir dieses Jahr auch national bringen werden. Also, ihr seid wirklich als lokale Pizzeria gestartet? Genau. Christoph, Okay. der die Firma gegründet hat, der hatte in Passau studiert. Christoph und ich übrigens sind Freunde seit der ersten Klasse, also eine alte Schulbande, was mir persönlich Riesenfreude macht. Mit alten Freunden zusammen diese Firma mitzuentwickeln. Auch Guido, unser Sales-Chef, ist ebenfalls aus Schulzeiten ein guter Freund. Also irgendwie in der Truppe irgendwie das vorwärts zu treiben, das macht sehr viel Spaß. Und Christoph und ich haben beide in Passau studiert und direkt vis-à-vis von der Uni, da stand so ein Lokal leer. Da war zuvor ein Grieche drin, der aber dachte, er macht Burger. Also das war ein Konzept, das scheitern musste. Und das hatte so einen schlechten Nimbus über sich, dass tatsächlich die Bude, glaube ich, ein Jahr leer stand. Und da hatte Christoph sich überlegt, Mensch, Studenten und Pizza passt doch gut. Und er wollte ein bisschen Selbstständigkeit schnuppern und hat dann gesagt, lass das doch einfach mal probieren neben dem Studium. Und so ging es los, dass er dann mit einem Kompagnon, der jetzt allerdings nicht mehr dabei ist, dieses Lokal übernommen hat und dann ausgedehnt die Italienreisen gemacht hat und Rezepte erbettelt hat in Top-Pizzerien und dann auch mit dem Pizzakoch zurückkam. Und dann haben wir dort schon Testessen gemacht. Also immer und immer wieder geguckt, welcher Teig, welcher Käse, welche Soße. Und mit Truppen von 20 Mann wurde es getestet und getestet, mit Strichchen, Listen, genau geguckt, welche Kombination ist denn wohl jetzt die beste für seine Pizzeria damals. Und und das Schöne ist, und das ist kein Marketing-Blabla, sondern es ist einfach die Wahrheit, das Rezept von damals ist mehr oder weniger eins zu eins dasselbe, was heute auch in den Tiefkühltruhen liegt. Also der Ursprung ist wirklich jetzt 15 Jahre her oder so und begann in Passau in der Pizzeria. Ja, super spannend, weil die meisten, die jetzt eine gute Pizza machen können, die würden ja wahrscheinlich jetzt eher sagen, wir machen eine Kette draus. Also wir machen eine Losteria draus, ein Domino's Pizza oder was Ähnliches. Wie war denn damals der Schritt zu sagen, okay, wir werden jetzt eben, ja, gehen in den Lebensmitteleinzelhandel und machen jetzt eben eine Tiefkühlpizza draus? Also grundsätzlich startete es alles mit dieser einen entscheidenden Frage: Ist es denn nicht möglich, eine authentische Pizzeria-Pizza, eine italienische, neapolitanische Pizza auch in die Tiefkühltruhen zu bringen? Weil unserer Meinung nach es bis dato nicht gab. Da gab es halt dann erste Überlegungen und dann hat man probiert und gemacht und dann hat man festgestellt, ein Hexenwerk ist es am Ende des Tages nicht. Also was wir machen, ist keine Raketenwissenschaft. Was es aber ist, es ist enorm aufwendig. Es ist einfach enorm aufwendig. Was wir betreiben für einen Aufwand für unsere Pizza, ist natürlich anfangs aus einer wirtschaftlicher Sicht, kann man schon fast sagen, unvernünftig, weil so viel Handarbeit, so hochwertige Zutaten, anfangs noch ohne Investoren wirklich selbst da in der Bude gestanden und die Kartons gefaltet und so. Da steckte schon sehr viel Aufwand und Herzblut drin. Aber wir glauben einfach, die Zeit war reif dafür. Also der Ursprung war tatsächlich einfach der Gedanke, wir wollen eine Pizza in die Tiefkühltruhen bringen, Pizzeria so finden willst.
Und wir glauben tatsächlich, bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass du dich entscheiden musstest. Dass du entweder gesagt hast, Mensch, ich habe Bock auf eine richtig geile Pizza, ja, dann bist du halt zum Italiener gegangen. Oder es sollte schnell gehen und günstig sein. Dann hast du eine Theke-Pizza geholt. Und was wir wollten und was wir, glaube ich, auch geschafft haben zu beweisen, ist, dass das deckungsgleich sein kann. Dass das eine und dasselbe sein kann, eine hochwertige Restaurantpizza und ein Erlebnis, was du dir zu fairem Preis zu Hause selbst zubereiten kannst. Und das hat den Nerv getroffen der Zeit. Genau, also ich glaube, wir wissen ja alle, wie eine Pizza bei der Pizzeria eben entsteht. Da sieht man ja bei dem Pizzabäcker, der da seine kleinen Teigbällchen, die er dann kunstvoll durch die Luft wirbelt. Dann wird da irgendwie ein bisschen Tomatensauce drauf gemacht, irgendwie Käse, Belag. Und dann wird es ja in der Regel wirklich nur so zum Teil ja 30 bis 60 Sekunden in den extrem heißen Pizzaofen reingeschoben. Und schon ist die Pizza fertig. Bei so einer Tiefkühlpizza, ehrlich gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie da genau die Prozesse sind. Ich glaube, gerade bei der traditionellen Tiefkühlpizza hat man irgendwie so akzeptiert, okay, da kriegt man irgendwie so ein, Industrieprodukt, was aber vielleicht mit dem typischen Pizza-Herstellungsprozess gar nicht viel zu tun hat. Wie wird denn eure Pizza gemacht? Jetzt im Vergleich vielleicht einmal zur Pizzeria-Pizza oder vielleicht auch zur herkömmlichen oder traditionellen Tiefkühlpizza? Also wir versuchen schon, unseren Prozess so nahe es geht an der Pizzeria dran zu halten. Also es ist so, dass wir zum Beispiel unseren Teig wirklich ganz lange reifen lassen. Wir lassen ihn ganz lange reifen, wir lassen ihn durch verschiedene Kammern fahren. Wir sorgen so dafür, dass der Teig auf natürliche Art reifen kann, ohne dass wir künstliche Backtriebmittel dazugeben müssen. Also wie in einer Pizzeria. Da reift bei uns ungleich länger als bei den Wettbewerbern. Und was wir dann machen ist, und das ist auch ein Riesenunterschied, wir breiten den Teig tatsächlich schonend von Hand aus. Also von jeder einzelnen Pizza wird der Teig schonend von Hand ausgebreitet und auf Form gebracht von exakt 30 Zentimetern. Im Übrigen exakt ist dort ein gewisser Spielraum, weil wir, wie soll ich sagen, wir haben, wir nennen es auch teilweise Charakterpizzen, weil dadurch, dass du sie von Hand formst, sieht eigentlich keine Pizza 100% gleich aus. Du hast nicht den perfekten runden Kreis. Und manchmal haben wir auch ein bisschen Ausschussware, die nennen wir dann eben Charakterpizzen, die gehen dann zum Beispiel an die Tafeln. Also alles, was wir abgeben können an die Tafeln, geben wir ab. Nur da es tiefkühl ist zum Beispiel, ist da jetzt eine gewisse Limitierung. Den Rest verkaufen wir im Lagerverkauf. Werden wir zum Beispiel, tun ja auf jede einzelne Pizza Mozzarella-Käse. Also was bei anderen Herstellern die Mozzarella-Pizza ist, ist bei uns absoluter Standard. Wie bei einer neapolitanischen Pizza, wo Mozzarella als der Käse der Wahl eigentlich empfunden wird, ist das bei uns ebenfalls so. Wir gucken, dass wir Produkte aus der Region beziehen. Wir haben einen Nachhaltigkeit, das ist uns wichtig. Wir beziehen zum Beispiel den Thunfisch, der einzeln von Hand geangelt wird, sodass du keinen Beifang und keine Überfischung hast. Der wird wirklich auf den Malediven einzeln rausgeholt. Ist ein Thunfisch, Skipjack heißt der ist. Dessen Bestände sind komplett gesund. Also nachhaltiger kann Thunfischfang nicht sein. Das ist uns zum Beispiel ebenfalls wichtig. Wir nehmen frische Champignons von der bayerischen Pilzbörse und nehmen keine Dosen-Champignons zum Beispiel, was sonst eher üblich ist. Also du siehst, wir machen auf jeder Ebene, versuchen wir uns da eben ein Stück weit abzuheben. Grundsätzlich, was übrigens auch die Backart betrifft, denn unser Teig wird direkt auf Stein gebacken, das ist ein Riesenunterschied. Der ist nicht in Pfannen drin oder sowas, der wird ausgebreitet und geht dann wirklich auf Schamottstein durch den Ofen. Und das ist eben wichtig. Dieses schonende von Hand ausbreiten und die direkte Hitze vom Stein, das macht diese Pizza, diesen Boden aus. Und wenn man ehrlich ist, der Boden ist das wortwörtlich das Fundament einer guten Pizza. Okay, das heißt, da müssen dann auch wirklich Menschen dran, weil du ja gesagt hast, okay, die werden dann eben auch per Hand quasi, wird halt Teig auch vorbereitet. Und wird das Ganze dann quasi vorgebacken, bevor das Ganze dann angefroren wird? Ja, genau, es wird vorgebacken, es wird bei tüchtig, ist den Pizzen tüchtig eingeheizt und dann werden sie, also die Tomatensauce kommt auf den Teig, dann wird es vorgebacken, dann kommen Käse und die gewählten Zutaten je nach Sorte drauf. Und dann geht es in den Schockfroster und in die Verpackung. Okay. Genau, also ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Also die Pizza schmeckt wirklich extrem gut. Ich mag ja besonders gern die Thunfischpizza. Und jeder, der Thunfischpizza schon mal, Pizza-Lieferservice bestellt hat oder beim Italiener auch, der weiß, die ist halt mal so, mal so. Also nicht unbedingt immer ein super Genuss. Und bei euch ist sie echt klasse gelungen. Oder auch die Mozzarella, also die ganz normal, die Margherita bei euch ist auch einfach extrem gut, weil man die dann eben noch manuell sehr gut eben belegen kann mit eigenen Zutaten. Ich finde es einfach eine super Basis, um dann eben selbst sozusagen seine Pizza zu machen. Wenn man sich jetzt so anhört, von der Zubereitung her, auch von den Zutaten, hört sich das jetzt erstmal viel teurer an wahrscheinlich als so das typische Industrieprodukt. Kannst du da so eine Zahl nennen, dass man sagt, okay, im Schnitt sind unsere Zutaten, 20% teurer, 80% teurer als die Konkurrenz? Kann man das überhaupt so beziffern? Ich will hier jetzt keine Preise von uns nennen, aber ich kann dir sagen, dass wir im Einkauf natürlich teurer sind als die Wettbewerber. Im Schnitt 3,99 ist ungefähr unser Preis, was wir aber als extrem fair empfinden für das, was es ist, weil wir tatsächlich
mit dem Aufwand, den wir betreiben, man kann sich das vorstellen, wie du schon sagst, da stehen an jeder Linie zig Mitarbeiter, die einfach von Hand diesen Teig ausbreiten. Du hast eben die hochwertigeren Zutaten. Es ist ein Riesenunterschied, welche Art von Thunfisch du zum Beispiel beziehst, welche Pilze du beziehst. Auch im Übrigen, welche Salami du beziehst. Wir beziehen Rindersalami, die in unseren Augen wertiger schmeckt, die tendenziell ein bisschen weniger Fett hat, die vor allen Dingen auch viele Menschen essen kein Schweinefleisch, zum Beispiel aus Glaubensgründen oder auch aus gesundheitlichen Gründen. Du hast eine Pizza, auch Salami-Pizza gemacht für diese größere Zielgruppe. All das ist mit einbedacht. Und da, all das zusammen, muss man sagen, ist einfach so, dass es uns kostet. Also das ist was, wo man, wo wir tatsächlich investieren. Das ist anders als einfach vom Reißbrett was hingeworfen. Jetzt hast du ja schon gesagt, eure Pizza, die kostet ja zum Teil dann 3,99 dann im Supermarktregal. Ich glaube, so die typische Tiefkühlpizza, die kostet dann vielleicht, weiß nicht, 2,49, manchmal auch 2,99. Aber dann gibt es natürlich solche Geschichten wie jetzt im Lidl, irgendwie Dreierpack Margherita oder Dreierpack Salami für 2,99 oder sowas, gibt es ja irgendwie alles. Wie preissensibel ist eigentlich dieses Segment? Also macht es für den Endkunden einen Unterschied, ob eine Pizza 3 oder 4 Euro kostet? Oder sind die Leute eigentlich, oder ist denen eigentlich wurscht? Und sind dann eigentlich happy, einfach da eine gute Qualität zu kriegen. Also das Thema Pricing ist natürlich eine Riesenherausforderung, wenn du als neue Marke in den Markt gehst. Und das war für uns natürlich auch ein Thema. Mit welchem Preis gehen wir denn überhaupt in den Markt rein? Denn wir wussten, was wir da anbieten, ist ein komplett anderes Segment. Also selbst die Lebensmittelzeitung zum Beispiel hat selbst geschrieben, Gustavo Augusto hat ein komplett neues Segment für Tiefkühl-Edelpizza eröffnet. Wir haben ein Premium-Segment eröffnet. Und der Name sagt es schon, es ist Premium. Und du kannst unser Produkt nicht vergleichen mit dem von dir gerade erwähnten Dreierpack. Es ist ein komplett anderes Produkt. Das Schöne ist aber, dass die Leute absolut bereit sind, dafür zu zahlen. Also wir haben wirklich, eigentlich hören wir nie, dass unsere Pizza zu teuer ist. Im Gegenteil. Oft ist es andersrum, dass die Leute sagen, Mensch, hey, dafür würde ich noch 1 Euro mehr zahlen, so gut wie eure Pizza ist, so viel Haltung, die auch dahinter steckt. Wir machen ja mehr auch als nur die Pizza. Das ist etwas, wofür die Menschen heutzutage bereit sind zu zahlen. Und wir haben uns auch gefragt, also wir selbst, für uns war eins klar. Wir haben gesagt, wenn wir an den Markt gehen, dann wollen wir keine weitere Tiefkühlpizza auf den Markt bringen. Ganz einfach, weil wir dann keinerlei Bestandschance gehabt hätten. Wir mussten etwas Neues machen. Das heißt, unser Anspruch war immer, zu gucken, wie wir eine Restaurantpizza ohne Qualitätsverluste den Menschen nach Hause bringen. Das war eine Reise, bis wir das geschafft haben. Mittlerweile ist uns das geglückt. Und unser Anspruch war auch immer, dass wir, egal wie sehr wir wachsen, egal wie groß die Verlockung ist, die Qualität steht bei uns immer, immer, immer an erster Stelle. Klingt abgedroschen, Qualität vor Quantität, den Satz hörst du oft. Aber ich finde, dass er oft irgendwann nicht mehr mit der Strenge gelebt wird, die es aber gebührt, um im Markt erfolgreich zu sein. Und das ist bei uns absolut nicht der Fall. Qualität ist bei uns sogar so, dass wir selbst glauben, dass unsere Pizza derzeit besser ist denn je. Wir glauben, dass wir mittlerweile dass sich unser Werk besser eingespielt hat, die Mitarbeiter sich besser eingespielt haben. Und wir hören auch nicht auf, dran zu drehen, an den kleinen Reglern, die man so hat, um eine Pizza gut zu machen, um sie immer besser und besser zu machen, konstanter zu machen. Und das ist etwas, was die Leute schmecken und wofür sie bereit sind, auch diesen Euro mehr zu zahlen. Genau, das Ganze natürlich auch wegen der hohen Qualität, natürlich auch höherpreisiger am Markt, also erstmal positioniert habt. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn man dann als Startup damals vor einigen Jahren jetzt auch in diesem ganzen Bereich Lebensmitteleinzelhandel eben startet? Was bekommt man dann vom, Rewe, Edeka erstmal zu hören? Ja, ihr seid ja wahnsinnig, dafür gibt es keinen Platz am Markt. Oder sagen die dann, Mensch, darauf haben wir schon seit Ewigkeiten gewartet, dass jemand mal eine Premium-Tiefkühlpizza an den Markt bringt? Also da müssen wir sagen, da haben wir Rewe sehr viel zu verdanken und hören auch nicht auf, dankbar zu sein. Wir wissen sehr zu schätzen, wie uns Rewe da anfangs unterstützt hat. Denn tatsächlich war es Rewe Bayern, Südbayern, die uns da die Chance gegeben haben, in damals, glaube ich, 250 Märkten zu liegen. Und wir haben die Pizza dann, ursprünglich hatten wir ein anderes Konzept im Kopf, ursprünglich war der Lebensmitteleinzelhandel gar nicht unser erstes primäres Ziel. Das hat sich ein bisschen so von, es war so eine Reise von einem eigentlich innovativen Lieferkonzept über eine B2B-Pizza bis hin am Ende zu einer LEH-Marke. Und da gab es Kontakt eben zu dem der Verantwortlichen bei Rewe in Bayern und der meinte, Leute, ich finde eure Pizza super. Und was wir nochmal verriesen, so, und wir haben gesagt, auf alle Fälle, super gerne, wenn wir das unter unserer Marke machen dürfen. Und zwar, klar, wir wollten das unter unserer Marke machen, wir wollten keine Handelsmarke sein oder White-Label-Produktion sein, sondern wir wollten unter unserer Marke dort liegen und haben das auch machen dürfen. Und dann war eine Riesenfrage im Übrigen noch die Größe, weil wir haben ja 30 Zentimeter als Größe. Und das ist auch nochmal vielleicht eine ganz spannende Geschichte, weil
30 Zentimeter haben wir nicht gemacht, um die Größten zu sein, partout. Wir haben es gemacht, um authentisch zu sein. Weil wenn du in ein Restaurant gehst, wenn du in eine Holzofenpizzeria vor allen Dingen gehst, ja, dann hast du ja keinen 24 Zentimeter Keks auf dem Teller. Dann hast du eine Pizza zwischen 28 und sagen wir mal 38 Zentimetern. Und in der Range wollten wir auf alle Fälle liegen, Pizzeria, Pizza eben so nah wie möglich zu kommen. Die 30 Zentimeter Pizza passte eben auch gerade noch so in die allermeisten handelsüblichen Tiefkühltruhen. Und deswegen sind wir mit dieser Größe rein. Aber das war natürlich eine Herausforderung, weil die Truhen in den Supermärkten sind genormt auf die Standardgrößen, die es bis dato gab. Das heißt, da passen genau drei übereinander. Dadurch, dass wir jetzt diese 30-Zentimeter-Variante hatten, sprach das mit dem System der Truhen. Also aus logistischer Sicht, aus Truhenlogistischer Sicht war das natürlich die Hölle. Und da waren wir uns selbst, das war für uns ein bisschen Risiko, weil wir gesagt haben, wir bleiben uns da treu, wir wollen mit der vollen Größe rein. Und da hat Rewe gesagt, ich finde es geil, geht an eurer vollen Größe dort rein. Das ist mal eine Pizza, wo man auch als Mann satt wird. Das ist was, was es so noch nicht gab. Ich finde es super. Das hat uns dann eben ermöglicht, in dieser Originalgröße reinzugehen, obwohl es die Truhen sprengt. Und wir wussten auch nicht, nur weil Rewe das jetzt gut findet, ob andere Handelspartner künftig das vielleicht auch gut finden werden oder ob uns das vielleicht an anderen Türen den Eingang verwehrt, weil wir einfach die Truhenlogistik zerstören. Die Pizza hat sich vom ersten Moment an so stark verkauft, dass die Verkaufszahlen jegliche Argumente gegen die Größe der Pizza ad absurdum geführt haben. Genau, ich muss sagen, eure Pizza ist mir eigentlich primär aufgefallen, weil die Verpackung eben sehr attraktiv ist. Ne? Man läuft halt so durch den Supermarkt durch. Und da sieht man dann eben diese ganzen normalen Pizzen, die ja meistens, weiß nicht, in blau oder rot oder so gehalten sind. Und eure Pizza ist einerseits irgendwie, dadurch, dass die Verpackung eben weiß ist, sieht es erstmal relativ clean und minimalistisch irgendwie aus. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch recht fröhlich, mit lustigen Sprüchen drauf irgendwie. Was steht drauf mit der Flosse drauf oder sowas, ne? Für die Thunfischpizza. Handgeangelt, Flosse drauf. Ja. Genau, handgeangelt, Flosse drauf und sowas. Ne? Das ist echt, echt witzige Sprüche. Und genau, ich habe das eigentlich nur erst primär dadurch wahrgenommen, aber dadurch, dass ich jetzt irgendwie keinen, weiß nicht, Fernseh gucke oder sowas, ja, habe ich jetzt irgendwie, weiß ich gar nicht, ob ihr überhaupt Fernsehwerbung macht, kannst ja gleich was dazu erzählen, aber ich habe jetzt eigentlich gar keine bezahlte Werbung von euch so richtig wahrgenommen. Das heißt, ich habe sie selbst mal so entdeckt, habe dann natürlich Freunden irgendwie davon erzählt, die das Ganze natürlich eben auch kaufen. Wie seid ihr denn bekannt geworden eigentlich? Habt ihr da mit Influencern zusammengearbeitet? Oder war das dann eher Word of Mouth? Also den Karton, da hast du schon richtig angesprochen, das war unser wichtigstes Werbemittel und wird es immer sein. Was wir haben wollten, ist eigentlich immer Unabhängigkeit. Wir wollten eigentlich keine Investoren im Boot haben, weil wir immer frei in unserer Entscheidung sein wollten, weil wir schnell sein wollten, weil wir uns auch nicht rechenschaftspflichtig fühlen wollten. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir haben kein großes Werbebudget zum Launch unserer Pizza. Aber wir wussten, wir wollen ja eine große Pizza machen. Das heißt, wir hatten eine große Fläche. Und da haben wir uns dann gedacht, sagen wir mal, wäre es denn nicht vielleicht geil, eben daraus eine Tugend zu machen, zu sagen, wenn wir schon kein Geld haben für eine flankierende Kampagne, dann lass doch die Verpackung selbst zur Werbeanzeige werden. Und zwar direkt am Point of Sale, also genau dort, wo du quasi wortwörtlich die Kunden mit diesen charmanten Headlines ansprechen kannst, wo du sie neugierig machen kannst. Das war einfach so, das war damals so eine milde Hoffnung, ob das funktionieren mag oder nicht. Aber ich war relativ überzeugt davon, dass es funktioniert. Haben wir uns natürlich angeschaut, wie liegen die anderen Wettbewerber in den Truhen, und es ist eher dunkel oder bunt, schwarz, bunt, dunkel, eher diese Welt. Also haben wir gesagt, okay, wir gehen genau in die andere Richtung und machen die Farbe weiß, um uns maximal abzuheben. Dann haben wir eben mit Headlines gearbeitet, die das Ganze wie eine Anzeige haben wirken lassen. Und als erstes stand unser Logo. Das Logo hatte so ein Schnurrbart quasi aus Basilikum und dann halt drumherum wie mit so einem Edding hingeschmiert, so eine Kochmütze und den Namen. Und wir hatten, glaube ich, 30 verschiedene Looks entwickelt, 30 verschiedene CIs angerissen. Alles wirkte so, es war alles irgendwie ganz schick, manches auch nicht so schick, aber es war nichts besonders speziell. Nichts hat mich persönlich damals so richtig gekitzelt. Und irgendwann hatten wir dieses Logo. Und das hat mich gekitzelt. Das fand ich irgendwie geil. Mehr hatten wir aber noch nicht. Und dann haben wir aber gesagt, Mensch, ist das nicht vielleicht der Startpunkt von was Großem und ganz Einfachem? Und wir haben uns gesagt, jetzt stell dir vor, du hättest eine riesige weiße Tafel und da würden überall die Zutaten draufliegen, die wir haben. Und dann nimmst du einen dicken Edding und malst mal an die Tomate zwei Kraftarme dran oder du malst an den Thunfisch eine Angel dran, an die Zwiebel, und die Zwiebel holt quasi den Thunfisch raus an der Angel. Oder du hast den Schinken mit einer Gabel drin oder was weiß ich, eine Chilischote, die Feuer fängt. Und schon hatten wir innerhalb von drei Handstrichen einen Designbaukasten, mit dem du jede Sorte, jedes Werbemittel, die Webseite, die Folder, alles, auch unsere Markenfilm, konntest du mit dieser simplen Mechanik bespielen, immer wieder anders, immer wieder sympathisch, individuell und doch
immer voll einzahlend auf unseren Hauptlook. Und das Ganze, ohne dass du einen Cent ausgeben musst für teure Werbeshootings oder aber so relativ stockige Fotos von Getty kaufst. Damit war die Marke geboren und gepaart mit dieser Headline-Mechanik haben wir vom Handel gehört, dass das eine der erfolgreichsten Neuanführungen der letzten 15 Jahre war. Sowas finde ich eigentlich mal total faszinierend, weil auf der einen Seite finde ich es natürlich toll, dass halt so Innovation dann eben auch belohnt wird, weil sonst gäbe es ja keine Startups, sonst wären es ja immer die gleichen Firmen, die über 100 Jahre erfolgreich wären. Das heißt, da muss natürlich frische Wind rein. Auf der anderen Seite denkst du dir, Mensch, diese großen Konzerne zum Teil, ja, da arbeiten wahrscheinlich Millionen Leute im Marketing. Die hatten jetzt ja wirklich irgendwie zig Jahre Zeit, um jetzt irgendwie, weiß nicht, Verpackung am Point of Sale und so weiter zu optimieren. Und weiß nicht, haben da nicht so wirklich frische Ideen. Wie erklärst du dir das? Also ich meine, das ist super für euch, aber gab es dann auch schon gleich Nachahmer, sodass auf einmal dann alle weiße Kartons hatten und versucht haben, euren Look nachzumachen? Also wir selbst sagen ja, wenn wir uns mal aus der Distanz betrachten, was sind wir denn überhaupt? Sind wir Innovation oder Evolution oder Revolution? Was genau ist Gustavo Gusto? Wir haben ja weder die Pizza erfunden, noch die Tiefkühlpizza erfunden. Und ein Wettbewerber von uns, zum Beispiel ein großer, der ist ja schon seit den 70er Jahren draußen. Und da hat ja ganz toll was bewegt im Markt. Also der hat es ja salonfähig gemacht. Das heißt, wir werden Teufel tun und über unsere Marktbegleiter irgendwie jetzt schlecht reden, weil die haben viel bewirkt und die haben was Tolles aufs Parkett gelegt. Aber sie haben sich den Markt halt sehr gleichmäßig aufgeteilt. Es gibt im Prinzip drei große Player, so richtige. Und zwar zwei Marken, das ist Dr. Oetker und Wagner. Und dann hast du noch einen dritten mit Freiberger, der halt eigentlich die ganzen Handelspizzen herstellt, die nicht Marke sind oder eben Eigenmarkenhändler. Die drei haben sich den Markt sehr entspannt aufgeteilt. Vor allen Dingen auch dieser Markenmarkt zwischen Oetker und Wagner. Das war, soweit wir das im Blick haben, relativ ausgeglichen. Ich glaube einfach, das war so ein Bollwerk, dass andere Pizzen, die es bisher probiert haben, daran vielleicht auch ein bisschen zerschellt sind. Und wir haben, glaube ich, einfach den Nerv so getroffen, dass wir mit unserer komplett anderen Machart ein bisschen überrascht haben. Weil ich glaube, das ist aber nur eine These, vielleicht war die Notwendigkeit einfach gar nicht so da, das Rad neu zu erfinden, weil der Markt eben gut aufgeteilt war, weil der Markt in den Händen war von so wenigen, dass da so viel Musik drin war für die Player, dass vielleicht die Notwendigkeit gar nicht da war. Und wir hatten ja eben die Notwendigkeit, uns abzuheben. Wir mussten uns abheben und wollten uns auch abheben, um dort überhaupt Berechtigung zu haben. Und so ist es passiert, dass wir uns da eben behaupten konnten. Waren wir uns komplett sicher, dass das funktioniert? Nein, waren wir nicht. So ehrlich kann ich ja ganz klar sagen, waren wir nicht. Wir waren überzeugt davon, dass das Produkt, wie wir es herstellen, so noch nie am Markt zur Verfügung stand. Aber mit der Übergröße, mit dem hohen Preis, schaffst du es, wenn man sich den Markt die letzten Jahrzehnte anschaut, wo eigentlich immer nur diese großen Player am Start waren, schaffst du es da rein? Und wir waren uns nicht sicher, wir haben es gehofft und waren überzeugt, dass das Produkt die Gabe hat, das zu tun. Und wir waren eigentlich auch sicher, dass wir eine Marke geschaffen haben, bewerkstelligen kann. Und das ist uns zum Glück gelungen. Und dann gab es tatsächlich ein paar, ja, gar nicht so lange danach, gab es dann, wurden wir quasi im Premium-Segment kopiert. Also es gab dann plötzlich von beiden Großen ebenfalls recht zügig Premium-Pits. Und die teils sogar auch damit Headlines gearbeitet haben. Also das, was ich dir erzählt habe mit den Headlines, meiner Meinung nach, also ich wüsste zumindest momentan keine andere Marke, die ihre Verpackung so plakativ in der Anzeige gestaltet hat, wie wir es getan haben. Du hast Marken, die fantastische Texte schreiben auch. Aber das sind dann eher so Klappentexte oder so. Aber dass das wirklich so plakativ daherkommt, das haben halt wir gemacht. Und die haben halt auch den Vorteil, dass wir die Fläche haben. Die Fläche haben, die zum Beispiel eine Senftube nicht hat. Auf einer Senftube, auf einem Kapernglas, da kannst du einfach gar nicht so viel Freude entfalten, weil du kaum Platz hast. Wir hatten den Platz. Und das, plötzlich gab es dann einen anderen Player, der auch Headline drauf hatte, die Pizza auch von oben fotografiert war, auch ein bisschen dieselbe Zubereitungsart oder Machart erzählt hat wie wir. Das ist übrigens auch ein Unterschied. Das ist tatsächlich auch nochmal ganz spannend. Erzähle ich auch gerne hier, weil wir hören nicht auf, das betonen. Die Machart bei uns ist anders. Wo es bisher eher üblich war, dass man quasi den Ofen so auf 200 Grad erhitzt hat und dann die tiefgefrorene Pizza rein hat, sagen wir, dreh das Ding auf, so heiß es geht. Wenn du einen modernen Ofen hast, der 300 Grad kann, mach 300 Grad und lass die Pizza komplett auftauen und lass den Ofen komplett vorheizen. Also dreh die Temperatur voll auf, heiz den Ofen voll auf, lass die Pizza voll auftauen. Denn nur so hast du den vollen Genuss. Und warum machen wir das? Auch hier, um einer Pizzeria Pizza so nah wie möglich zu kommen. In einer Pizzeria schiebt keiner einen tiefgefrorenen Fladen in einen 200-Grad-Ofen. Die machen die Pizza frisch, ist also natürlich dann nicht gefroren und die schieben in einen 400 oder 500 Grad heißen Ofen. Wir wollen, dass die Menschen zu Hause dieser Pizzeria-Erfahrung möglichst nahe kommen. Und auch diese Machart wurde quasi jetzt ebenfalls nachempfunden von einem
Wettbewerber. Uns hat es jetzt nicht gewundert, dass das passiert, wir waren ja nicht blauäugig. Uns war klar, wenn unser System funktioniert, wenn unser Ansatz funktioniert, dann werden andere folgen und das ist halt auch der Wettbewerb. Also am Ende des Tages haben wir auch ein großes Learning gehabt. Wenn man startet, ist man ja auch mal nervös. Ja? Also du startest und du arbeitest dich kaputt und jeder brennt dafür und du weißt doch nicht, klappt es nicht. Und man hat viele intensive Monate und Jahre gehabt, um das Ding zum Laufen zu bringen. Und natürlich guckt man dann nach links und rechts und denkt sich, oh Gott, da macht uns einer vielleicht nach und dort imitiert uns einer. Davon haben wir uns echt ein bisschen erholt. Also wir sind viel ruhiger geworden, was das betrifft. Wir sind gewiss nicht sorglos, wir beobachten den Markt ganz klar, aber wir haben gelernt, den Fokus auf uns selbst zu halten. Wir gehen unseren Rhythmus, wir gehen unseren Takt, wir glauben an unsere eigenen Produkte und wir entwickeln uns zwar dynamisch und schnell, aber ich glaube auf eine gesunde Art und Weise und wir bleiben uns treu. Und vor allem, weil es dann ja auch spannend ist, dass ja bei den Kunden dann ja dann trotzdem eben vielleicht auch sogar unterbewusst hängen bleibt, Mensch, da war Gustavo Gusto vielleicht dann doch irgendwie Early Mover am Markt und die haben das quasi erfunden und bleiben dann so einer Marke eben auch treu, auch wenn vielleicht andere jetzt versuchen, einen ähnlichen Ansatz eben auch zu fahren. So würde es zumindest bei mir jetzt so gehen. Was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, du hast ja vorhin gesagt, okay, dieses Pizzasegment war ja eigentlich schon ganz gut aufgeteilt zwischen den verschiedenen Playern. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sozusagen die Kundengruppe relativ eingeschränkt waren, dass es vielleicht tatsächlich dann eher vielleicht, keine Ahnung, naja, nicht nur Studenten waren, aber dass vielleicht dieser Markt für Tiefkühlpizza jetzt gar nicht so großartig am Wachsen war. Dieser Fall, den ich jetzt vorhin von mir selbst beschrieben habe, ne, dass ich jetzt sozusagen eigentlich jahrelang oder jahrzehntelang dieses gar nicht mehr gekauft habe und jetzt in dieses Segment neu dazugestoßen bin. Ist das ein Einzelfall? Siehst du das häufiger? Und gibt es da vielleicht auch noch ganz andere Gruppen, die mit dazukommen? Sag mal, vielleicht gesundheitsbewusste, weiß nicht, Mütter, die vielleicht vorher für ihre Kinder sowas nie gekauft hätten, aber jetzt auf einmal eben zuschlagen? Also es ist tatsächlich so, dass das, was du gerade erzählt hast, kein Einzelfall ist, sondern ein Phänomen, was wir feststellen, was auch eine Auswertung ergeben hat von Payback-Daten. Man kann, glaube ich, sagen, dass gut ein Drittel, Tendenz steigend, unserer Kunden jahrelang keine Tiefkühlpizza mehr gegessen hat. Und wir glauben einfach, wenn ich mal zurückdenke, als Schüler oder als Student, da ist man ja fast der Lebensgrundlage so eine Tiefkühlpizza gewesen. Und irgendwann, so ging es mir, so ging es aber vielen im Freundeskreis auch und ich höre es auch immer wieder, irgendwann wächst so der Tiefkühlpizza. Ja? Du fängst an zu verdienen, du denkst dir, wenn, dann gönne ich mir was, dann gehe ich zum Italiener oder vielleicht holst du dir eine Lieferpizza, aber dass du dir zu Hause eine Tiefkühlpizza gekauft hast, dem entwächst man ein Stück weit und dann kommen vielleicht Kinder, da möchte man das recht nicht, diesen Convenience-Futter den Kindern servieren und irgendwie ist die Pizza, Tiefkühlpizza dann raus aus dem Spiel. Aber faszinierend ist ja daran, dass die Menschen nicht aufhören, Pizza zu essen. Sie hören nur auf, Tiefkühlpizza zu essen. Ich glaube, viele haben jetzt Licht am Ende des Tunnels gesehen, weil sie gesagt haben, Alter, da ist jetzt eine Pizza, die schmeckt wie in der Pizzeria, ist mit hochwertigen regionalen Zutaten, ist ohne Geschmacksverstärker, ohne zusätzliche Aromen und Backtriebmittel, wie schon gesagt, ist das eine clean Pizza mit hochwertigen Zutaten, noch dazu authentisch gemacht und schmeckt authentisch. Ja, geil. Und die hast du zurückbekommen. Und ich glaube, deswegen ist der Handel auch interessiert daran, mit uns die Reise weiterzugehen. Deswegen haben wir sehr viel Schützenhilfe bekommen von Rewe. Auch Edeka ist ein fantastischer Partner, der uns da auf dem Weg unglaublich geholfen hat, motiviert hat. Und ich glaube einfach, die finden es spannend mit uns und sie sehen ja auch, dass wir den Markt erweitern. Es gibt eine interessante Auswertung, nach der der gesamte Tiefkühlpizzamarkt letztes Jahr gestiegen ist. Aber er ist nur gestiegen aufgrund des Premium-Segments, weil die konventionellen Pizzen, die haben leicht nachgelassen, wohingegen die Premium-Pizzen angezogen haben. Und in diesem Segment, das haben wir erfunden und führen es jetzt mittlerweile auch wieder an. Wir wurden kopiert, wir wurden überholt, wir haben uns ein bisschen geschüttelt und gesammelt und unsere Kapazitäten vor allen Dingen hochgefahren. Und mittlerweile sind wir eigentlich dort wieder, haben wir uns da auch wieder oben platziert. Und das ist das Segment, was den Markt treibt. Und das ist natürlich spannend. Das bringt natürlich Musik an die Tiefkühltruhen. Deswegen glaube ich auch, dass wir sehr, sehr guten Draht und eine gute Beziehung zu den Handelspartnern haben. Und wenn man jetzt über die Produkte selbst spricht, also gerade wenn man jetzt so generell über so globale Foodtrends nachdenkt, dann sieht man ja viel so in Richtung, was nicht, vegetarisch, vielleicht sogar vegan und so weiter. Seht ihr da auch einen Trend, dass bei euch vegetarische Pizza besonders nachgefragt wird, dass Kunden vielleicht auch sagen, hey Mensch, wann kommt denn die erste vegane Pizza von Gustavo Gusto auf den Markt? Ja, die Frage vegan hören wir oft und ich kann nur sagen, wir haben es auf dem Radar und wir sind in der Entwicklung. Also wir früher oder später werden sich die Veganer sicherlich sehr freuen dürfen, denn wir entwickeln einfach dort auch so lange. Das ist zum Beispiel, die vegane Pizza ist zum Beispiel ein ganz gut,
guter, ganz gutes Beispiel, wie lange wir so ein Rad drehen. Wir sind da schon lange dran. Aber wir wollen halt eine Pizza haben. Dieses Thema vegan, ich find vegan einen sehr guten Lebensstil im Übrigen. Es ist ja nicht nur gut für den eigenen Körper, es ist auch gut für die Umwelt. Und eigentlich ist das ja eigentlich die empfohlene Art. Ich habe großen Respekt vor jedem, der das konsequent durchzieht. Ich versuche das so in mein persönliches Leben mehr und mehr zu integrieren. Ich habe vegane Tage, ab und zu kippe ich dann nochmal am Grill, aber dann auch selten mal ein gutes Stück Fleisch. Aber wir wollen jetzt nicht nur eine Pizza machen, die Hardcore-Veganer abholt. Wir wollen vor allen Dingen auch die Menschen abholen, die Flexitarier sind, übrigens mittlerweile knapp 20%. Und wir wollen selbst die Fleischesser vielleicht mal zum Nachdenken bringen oder zu sagen, hey, es ist einfach eine geile Pizza. Es ist doch scheißegal, ob vegan oder nicht. Es ist einfach eine weitere geile Sorte. Das ohne Käse es ist nicht so ganz einfach, weil dir fallen natürlich schon viele Zutaten weg, die du sonst für eine klassische Pizza erwarten würdest. Und da forschen wir und sind dran. Aber ich verspreche euch, wenn wir eine Pizza vegan bringen, wird sie nicht nur vegan sein. Aber die Frage hören wir oft. Also die hören wir ganz oft und wir gucken auch, dass wir ausgewogen sind. Also dass wir vegan haben wir bisher noch nicht. Das mal sehen, wann wir soweit sind. Aber die vegetarische Variante zum Beispiel und die Fleischvariante, die müssen sich ungefähr die Waage halten. Also das, da achten wir drauf. Lass uns mal kurz über Marketing sprechen. Also wir haben ja schon über Point of Sale und die Verpackung gesprochen. Wenn wir jetzt mal über andere Kanäle nachdenken, was nicht TV, Out of Home, Influencer, Social Media, was sind für euch so 2, 3 spannende Kanäle, auf die ihr stark setzt? Wie ja vorhin schon gesagt, wir hatten einfach anfangs nicht viel Budget. Im Übrigen gehen wir mit unserem Werbebudget. Dieses Jahr haben wir das erste Mal, sagen wir mal, ein bisschen Spielgeld da. Bis dahin waren wir sehr behutsam mit unserem Budget. Und deswegen war uns auch klar, dass wir ein bisschen andere Wege gehen müssen. Weil, wie schon mit der Pizza selbst, mussten wir uns auch kommunikativ abheben, um überhaupt wahrgenommen zu werden zwischen den Großen, die im TV zum Beispiel so massiv dominieren, dass wir uns klar bei ins TV so einfach rein, das macht erstmal keinen Sinn. Aber wir haben dann für uns ein bisschen mal überlegt, die Jugendlichen, die zum Beispiel gerne Influencern folgen, die haben halt, wie wir das Gefühl hatten, wurden bisher noch nicht so abgeholt von den anderen Playern. Also zumindest hatten wir das Gefühl, da ist tatsächlich noch ein bisschen, da kann man noch seinen Punkt machen. Und wir hatten auch die These, dass die noch nicht so ganz klar reingebrannt hatten, Mama, bring mir bitte genau die mit oder genau die mit. Wir hatten These, Mama, bring mir eine Pizza mit. Und wir wollten aus diesem Satz machen, Mama, bring mir eine Gustavo mit. Noch dazu dachten wir uns, wenn Mama das dann mal besorgt, dann wird die schon auch mal probieren. Oder Papa da loszieht. Und dann hast du vielleicht auf diesem Wege auch die Eltern für dich gewinnen können. Warum? Weil wir eben wussten, wer unsere Pizza mal probiert hat, den hast du. Das ist tatsächlich so eine, wir selbst sagen bei uns, man muss sie probieren, um zu verstehen. Du musst einfach einmal reingebissen haben, um zu merken, Alter, das ist was anderes als das, was ich bisher jemals von einer Tiefkühlpizza gewohnt war. Das ist einfach eine Erkenntnis. Und deswegen hatten wir dann mit einem Influencer zusammen, Luca, eine spannende, tolle Partnerschaft, denn der war ein sehr glaubwürdiges Testimonial. Der hat Pizzen gefeiert, hat selbst in seinen Videos Pizzen gemacht, hat eine eigene T-Shirt oder Pulli-Kollektion, wo draufsteht I like Pizza, hat postet Fotos von sich auf Insta damals, wo er auf so einer Pizza-Luftmatratze rumgleitet auf dem Pool. Also das war irgendeiner, der lebte in seiner Pizza-Welt. Und mit dem zusammen haben wir eine eigene Pizza entwickelt. Das war für uns komplettes Neuland. Aber wir dachten uns, Mensch, lass es uns mal probieren. Es gab einfach noch keine Influencer-Pizza. Und mit ihm haben wir es gemacht und haben einen gigantischen Hype ausgelöst in dieser Zielgruppe und haben daraufhin noch eine zweite und eine dritte Pizza mit Luca gemacht. Und auch das lief sehr erfolgreich. Und so haben wir es tatsächlich, glaube ich, geschafft, in dieser Zielgruppe präsent zu sein. Und auf den ersten Blick ist das vielleicht Quatsch, weil die haben vielleicht noch nicht das Qualitätsbewusstsein, was eigentlich unsere Standardkäufer haben. Sie kaufen nicht selbst ein, sie haben auch noch kein eigenes Geld. Also eigentlich 3 Voraussetzungen, die du bräuchtest, um bei uns ein bisschen auszuschlagen. Aber sie lieben Pizza, sie wurden bisher noch nicht so bespielt und ich glaube, sind halt vor allen Dingen mal die Käufer von morgen. Und deswegen haben wir diesen Weg gewählt und das lief sehr erfolgreich. Hat uns auch gezeigt, Lizenzpartnerschaften sind für uns ein sehr spannendes Modell. Ich glaube, aktuell sehen wir im Handel ja auch gerade die Capital Bra Pizza. Da kann ich mir vorstellen, die haben sich wahrscheinlich auch von da ein bisschen inspirieren lassen. Ja, die haben tolle Arbeit geleistet. Also der Erfolg gibt ihnen recht. Das ist ziehe ich meinen Hut vor, ist eine große Leistung gewesen. Es ist halt keine neapolitanische Pizza. Also die Leistung gilt jetzt primär mal vor diesem Launch an sich und vor dieser Marketingaktion. Die Pizza ist halt eher in meinen Augen amerikanisch, das ist ein anderer Stil als der, den wir haben, aber ist ja auch unerheblich, sehr erfolgreich gemacht und einen guten Riecher gehabt, ganz klar. Und was mit anderen Kanälen jetzt? Also auch wenn man jetzt an eure Zielgruppe denkt, vielleicht auch jetzt irgendwie jüngere Leute, TikTok, Gaming,
Streamer, Twitch, spielt das für euch eine Rolle? Dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, neue Kanäle für uns aufzutun. Und da wird TikTok sicherlich eine Rolle spielen. Auf Twitch haben wir bereits eine Kampagne gefahren, die sehr erfolgreich lief auch. Wir haben auch mit Visual Statements zum Beispiel auf Insta und Facebook eine sehr, sehr, sehr effiziente und gute Kampagne gefahren letztes Jahr, was uns auch Lust gemacht hat, es sich zu wiederholen. Also wir werden uns in den sozialen Kanälen mehr ausdehnen. Und wir haben eine, nach Luca, wo wir eben diese junge Zielgruppe abgeholt haben mit Influencern, haben wir gesagt, jetzt bringen wir mal eine Pizza, die die ältere Zielgruppe abholt, also eher 30 aufwärts, 25, 30 und aufwärts, locker bis 70 hoch. Und das war mit den, zum Beispiel den beiden Filmhelden Bud Spencer und Terence Hill. Und die haben, wir hatten die Chance, mit den Herrschaften zu arbeiten. Und da haben wir natürlich abgeklopft, inwieweit das zu uns passt. Sind die überhaupt noch gehypt oder ist es einfach so Nostalgie pur, aber mehr auch nicht? Dann haben wir uns damit ein bisschen beschäftigt und haben gesehen, dass massive Fanliebe besteht im Netz. Also die werden regelrecht umarmt in den Kommentaren und den ganzen Video-Posts und so. Also fantastisch, wie gut die ankamen. Und auch die Filme laufen hoch und runter, gerade auf Kabel 1, der Haus- und Hofsender von den Herrschaften. Tolle Einschaltquote und es war klar, also okay, das ist schon mal ein mega Fit. Und wir selbst bei Gustavo sind mit den Jungs aufgewachsen. Also wir waren große Fans und wir hatten die Chance und dann dachten wir uns, okay, was machen wir denn mit den Herrschaften? Und dann hat Terence Hill gesagt, er möchte keine Speck- und Bohnenpizza haben, also weil er vegan lebt, glaube ich sogar. Jedenfalls wollte er keine Fleischpizza. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das, ihr größter Film, vier Fäuste für ein Halleluja, dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum hat. Und dann haben wir gesagt, geil, dann backen wir diesen großen Film eine Hommage und haben vier Käse für ein Halleluja auf den Markt gebracht. Und da war zum Beispiel jetzt auch eine Twitch-Kampagne integriert, denn wir haben vorne pure Nostalgie gefahren. Also wir haben vier verschiedene, eine dieselbe Pizza, aber in vier verschiedenen Kartons, also jeweils mit vier unterschiedlichen Covermotiven. Und das war eben für die Nostalgie. Und hinten drauf haben wir ein Augmented Reality Game gemacht, wo du quasi mit deinem Handy virtuell die Dampfhammer schwingen kannst und quasi die renitenten Bohnen niedermachen kannst mit der Bud Spencer Faust. Und dieses Game wiederum haben wir gemacht, um da auch die jüngere Zielgruppe abzuholen. Und das haben wir auch spielen lassen von Gamern auf Twitch. Und haben da eine, ja, es war für uns auch Neuland. Wir haben es mal probiert, hat uns gefreut, es kam auch dort gut an. Und wir werden den E-Sport mit Sicherheit dieses Jahr auch forcieren. Also E-Sport ist ein Thema, was ich finde, was hervorragend passt. Das ist quasi ein No-Brainer, Gaming und Pizza passt. Und ich habe aber, wenn man sich ein bisschen mal mit dieser Szene jetzt beschäftigt, ja auch verstanden, dass dieses Image, was man vielleicht noch von früher hat, so der Gamer ist, säuft Cola und haut sich einfach den Wanst voll und bewegt sich nicht, längst nicht mehr gilt. Also die achten ja sehr wohl im Schnitt darauf, dass sie sich bewegen und dass sie auch sicherlich mehr gesund ernähren. Und eine Pizza ist jetzt nicht, Pizza ist kein Salat, das ist mir klar, aber es ist sicherlich eine im Rahmen dessen eine ansprechende und hochwertige Pizza. Und da... Lass uns mal einen Ausblick wagen. Ihr seid ja stark am Wachsen. Jetzt gibt es ja verschiedene Optionen. Ne? Man könnte jetzt ja sagen, okay, ihr macht jetzt neue Produktkategorien auf. Ich glaube, ein paar habt ihr ja schon gelauncht. Ja? Ne, so Richtung Eis. Aber theoretisch könnte ich mir jetzt auch die Gustavo Gusto, was nicht, Lasagne vorstellen. Ich habe früher als Kind sehr gerne Tiefkühl-Lasagne gegessen. Vielleicht gäbe es ja einen ähnlichen Effekt, dass man die vielleicht auch in Restaurantqualität vielleicht so anbieten kann. Man kann natürlich ins Ausland jetzt expandieren. Theoretisch könnte man ja auch Gustavo Gusto Restaurants jetzt irgendwie eröffnen, was ja ein ganz witziges Ding wäre, so back to the roots. Was steht da für euch so auf der, ja, auf dem Plan für die nächsten Jahre? Ich kann auf alle Fälle sagen, dass wir sehr viele Ideen haben. Das ist Fluch und Segen. Wir haben ein bisschen zu viele Ideen. Deswegen haben wir uns damit, wenn man es mal ehrlich ist, ein bisschen ausgebremst. Weil wir haben, du hast jetzt schon ein paar spannende Dinge genannt. Natürlich, wenn man sich nur mit Pizza beschäftigt, kommen einem einige Ideen und man denkt sich, ja, jetzt schießen wir noch mal ein bisschen in die Richtung und in die Richtung und die Richtung. Hätten wir uns mal lieber gleich auf eine Sache voll konzentriert, dann wären wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt schon einen Schritt weiter, anstatt dass wir jetzt diverse Projekte alle gleichzeitig ein bisschen vorbereitet haben. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch schon ein paar Bereiche ausgelotet, die für uns vielleicht nicht so funktionieren und haben aber definitiv ein paar identifiziert, die garantiert Sinn machen. Und da gehen wir rein. Und es wird zum einen sein, dass wir neue Vertriebskanäle auf uns auftun. Das ist etwas, was wir sehr, sehr spannend finden. Auch, dass du ein bisschen ein zweites Standbein hast in dem LEH, dass du auch ein bisschen Learnings schaffst oder vielleicht auch Synergien schaffst, dass du halt durch unterschiedliche Touchpoints kannst du natürlich auch die Gesamtwirkung ein bisschen
bisschen erhöhen. Wie es so schön heißt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Du hast vielleicht Sparte A, Sparte B, Sparte C, aber alles zahlt ein auf das große Ganze, auf diese eine Marke. Und da sind wir dran. Und was die Produkte betrifft, auch dort, wie schon gesagt, wir haben Eis in Bayern gelauncht und das launchen wir jetzt national dieses Jahr. Was mich noch interessiert, ist das ganze Thema so Grocery Delivery. Also ich bestelle zum Beispiel meine Sachen immer bei Amazon Fresh und die haben das zum Glück auch euch auch im Sortiment. Und ja. Jetzt gibt es ja diese ganzen Player, von denen man jetzt hört, so Gorillas und Flink und so weiter, die dann von 10 Minuten liefern können. Ja. Wenn ihr jetzt solche Player seht, sagt ihr dann sofort, Mensch, da müssen wir mit dabei sein, da müssen wir proaktiv irgendwie Partnerschaften machen? Oder sagt ihr, Mensch, die werden schon selbst wissen, wie sie ihren Einkauf und ihr Sourcing machen und die kommen dann schon von alleine auf uns zu? Wir halten die Augen schon offen. Also bei Gorillas sind wir auch und wir gehen auch teils aktiv auf potenzielle Partner zu, auf alle Fälle. Es ist aber auch so, dass Leute auf uns zukommen. Also wir haben jetzt gerade eine ganz, ganz spannende Anfrage, da darf ich noch nichts zu erzählen, aber die kam auf uns zu, weil der Fit einfach hervorragend ist und ich hoffe, das kommt auch zustande. Das ist etwas sehr Visionäres, was uns gut gefällt und das freut uns dann natürlich. Also manchmal kommen auch welche auf uns zu, die es noch gar nicht so gibt, die, von denen also man da draußen noch gar nicht wissen kann, weil die hoffen, dass jetzt in dem Fall zum Beispiel wir mit ihnen starten. Und das finde ich sehr spannend. Und wir sind auch gerade dabei, bei uns in der Firma ein kleines Unit aufzubauen, das wirklich sich mit nichts anderem als Business Development beschäftigt. Also dass wir gucken, es ist ein eigenes Unit, was aber sehr stark auch verzahnt ist mit Marketing und Vertrieb, weil wir wollen jetzt nicht komplett unser Terrain verlassen. Es soll irgendwie schon immer noch gefühlt zu unserer Firmenlebenswelt passen. Aber es ist ein sehr, sehr spannendes Feld, was wir unfassbar freudig elaborieren wollen. Welche Partnerschaften sind für uns strategisch toll, sei es vertrieblich, sei es vielleicht auch einfach nur strategisch, sei es, was weitere Zutaten betrifft, sei es, ja, also wir, Partnerschaft ist ein goldenes Wort bei uns, weil wir damit schon viel erreicht haben, wie mit ProSieben zum Beispiel, die uns fantastisch unterstützt haben bei diversen Projekten schon, aber auch die Handelspartnerschaften oder eben auch potenzielle Partnerschaften. Wir haben schon spannende Gespräche geführt. Also das treibt uns auch um. Das ist aber auch, dass man sich da eben nicht verzettelt. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, was uns jetzt betrifft. Wir dürfen uns nicht verzetteln und die Gefahr ist halt manchmal groß, weil wir gerade in letzter Zeit auch als Marke extrem auf den Radar gerückt sind, was mich sehr freut natürlich. Aber es war gefühlt wie so ein richtiger Sprung. Also in den letzten, was weiß ich, 8 bis 10 Monaten vielleicht, da ist irgendwas passiert. Also da, ich merke das auch an so Anfragen jetzt, dass wir heute zum Beispiel sprechen, was mich sehr freut. Aber das ist halt, wir haben immer mehr solche Anfragen oder Pressetermine vom Handelsblatt über die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Auch die großen Kaliber kommen und wollen Interviews führen oder Podcast-Anfragen sind da. Und das zeigt mir einfach, hey, wir rücken offensichtlich auf den Radar. Und das ohne das große Budget. Also das Budget, was wir für Werbung bisher ausgegeben haben, das ist ein Staubkorn im Budgetkosmos da draußen. Und das ist trotzdem, zeigt das einem, wenn das Produkt nur stimmt und die Überzeugung dahinter stimmt, dann kann man durchaus sich bemerkbar machen. Ja, und ich glaube, vor allem ist es natürlich auch spannend jetzt, genau, halt einerseits, weil ihr erstmal ein super cooles Produkt macht, das ist ja das Wichtigste, aber dann auch einfach sehr sympathisch, aus meiner Sicht jetzt einfach eben auch eine Gründerstory eben aus Deutschland, denn gerade jetzt im Bereich so FMCG, da denkt man immer nur an diese großen Giganten wie Procter & Gamble, Nestlé, Unilever und so weiter und dass man eben sieht, dass sich auch in diesem Markt eben eine kleine Firma, eine junge Firma mit Innovation dann eben auch behaupten kann, ist natürlich auch eine super Inspiration, glaube ich, auch für viele vielleicht Gründer auch da draußen, die jetzt selbst vielleicht irgendwelche Food-Projekte starten wollen. Von daher, glaube ich, habt ihr auf jeden Fall da auch eine super Vorreiterrolle. Ich glaube halt, es ist wichtig, dass du auch mehr bist als nur dein Produkt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, also wir haben immer gesagt, Gustavo, Gusto ist und muss mehr sein als die Pizza auf dem Teller. Wir sind extrem dankbar, dass wir den Weg gehen durften, den wir jetzt gegangen sind. Wir wissen auch, dass es nicht selbstverständlich ist. Wie du schon gesagt hast, wir wurden gerade zum zweiten Mal Europas wachstumsstärkste Foodmarke. Und das ist was, als wir das letzte Jahr das erste Mal gehört haben, da hat es uns fast umgehauen. Weil wir das ja nicht in Auftrag gegeben haben, die Recherche. Irgendwann trudelte bei uns so ein Kuvert rein, wir holen irgendeine Urkunde raus, steht da, wow, wir sind Wachstumschampion in Deutschland. Platz 6 damals, aber in unserer Food-Kategorie Platz 1. Und ein paar Monate später erfahren wir dann, übrigens, Financial Times hat euch gerade ermittelt, ihr seid die Nummer 1 in Europa, was Food betrifft. Und wir so, wie bitte? Das kann doch nicht sein. Wir haben das gar nicht, wir haben das eher so beiläufig mitbekommen. Und da hat es uns das erste Mal so richtig, ja, da war wie ein bisschen Gänsehaut, weil da dachte, Alter, das war wirklich so ein Gradmesser. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht zuletzt, weil wir auch dankbar sind, ob dieser Situation was zurückgeben.
Und das wollten wir von Anfang an. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was heutzutage wichtig ist als moderne Marke. Also das glaube ich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es das ist. Und da zählt zu, dass wir von Anfang an zum Beispiel die Tafeln unterstützen. Da zählt dazu, dass wir der erste klimaneutrale Tiefkühlpizza-Hersteller ganz Deutschlands sind. Also wir haben alles berechnen lassen, was wir selbst verbrauchen als Mitarbeiter, Reisekosten etc., aber auch was das Produkt betrifft, und haben sowohl jetzt als Unternehmen als auch als Produkt komplette Klimaneutralität und unterstützen diverse Projekte. Das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Wie gesagt, der Thunfisch, von dem ich erzählt habe, oder auch andere Zutaten, wo wir sehr viel Wert darauf legen. Aber auch, was uns zum Beispiel viel gebracht hat in der Wahrnehmung, war etwas, wo wir sogar gesagt haben, kauft uns nicht. Unter anderem habe ich dann eben auch von euch mitbekommen, außerhalb sozusagen meiner eigenen kulinarischen Erfahrung, dass ihr irgendwann ja gesagt habt, Mensch, Leute, esst weniger Tiefkühlpizza, kauft weniger Tiefkühlpizza. Was hat es denn damit auf sich? Das ist tatsächlich so, dass wir zu den Krisengewinnern zählen letztes Jahr. Also durch Corona braucht man sich nichts vormachen. Die Leute können nicht in die Restaurants gehen, die können nicht in die Bars gehen oder in die Clubs. Sie müssen zu Hause essen, mehr oder weniger, zumindest in den Lockdowns, die jetzt leider Gottes ziemlich lange schon jetzt im zweiten anhalten. Und wir haben natürlich dadurch mehr, also der Lebensmitteleinzelhandel, der floriert natürlich in dieser Phase. Und als Krisengewinner freut man sich auf der einen Seite, dass man selbst von der Krise nicht so betroffen ist. Und trotzdem waren wir betroffen emotional, weil wir eben selbst aus der Gastronomie kommen. Also wir stehen der Gastronomie nach wie vor extrem nahe. Wir haben viele Freunde auch, die in der Gastronomie noch arbeiten. Und wir haben erlebt, dass sie, die Situation, dass die Gastrobranche ist ja schon ohne Krise fordernd, ist ein Auf und Ab, ist hart. Du hast tolle Jahre, du hast auch Jahre, die vielleicht nicht so toll sind. Das ist ein hartes Business. Aber mit der Krise, da muss man sagen, da möchte man nicht tauschen. Und da haben wir gesagt, komm, lass uns jetzt mal ein Zeichen der Solidarität setzen, und haben gesagt, wir machen. Und das war übrigens lustigerweise, und das ist auch ein Zeichen, wie wir als Firma ticken. Das war die erste crossmediale Kampagne unserer jungen Firmengeschichte, die allererste. Das erste Mal, dass wir Plakat, Anzeige, Film, verschiedenen sozialen Kanälen rausgehauen haben, und die sagte, esst weniger Tiefkühlpizza. Und dann haben wir eben, aber es war so ein Long-Copy-Ansatz, esst weniger Tiefkühlpizza, zumindest für die nächste Zeit, sondern unterstützt jetzt erstmal lieber eure Lieblingsrestaurants, die ganzen Lieblingslokale von der Pommesbude über die Sushi-Bar, über die Dönerbude, egal. Geh raus, unterstützt es. Und wenn es irgendwann mal wieder eine Tiefkühlpizza sein soll, dann du weißt schon. Aber jetzt gerade zählt erstmal das. Und das Plakat hat tatsächlich für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil man das natürlich nicht erwartet. Und wir hatten ein bisschen Sorge, ob man uns das abnimmt. Ich war selbst 15 Jahre lang einfach auf Agenturseite beschäftigt und habe für diverse Marken gearbeitet. Und ich weiß schon, dass das manchmal halt dieses typische Werbekalkül, umgedrehte Psychologie, das machen die doch nur aus Werbedenke und so. Das war bei uns aber nicht so. Also das war bei uns wirklich ein Herzenswunsch, dort ein Zeichen zu setzen. Glaube ich, dass uns das als Marke gut tut? Natürlich, das wäre natürlich auch gelogen. Natürlich habe ich gehofft, dass das einzahlt langfristig auf unsere Markenwahrnehmung. Das ist ja auch mein Job am Ende. Aber ursprünglich gemacht haben wir das, weil wir es wirklich eins zu eins so gemeint haben. Und trotzdem war die Sorge da, nimmt man das uns ab. Und das Schöne ist aber, es gab, glaube ich, insgesamt 3 Kommentare oder 4, die das genau gesagt haben. Ja, komm, das ist doch auch nur Werbemasche und bla bla. Aber die Tausende von Kommentaren ansonsten haben es total gefeiert und gesagt, das ist tatsächlich mal ein schönes Zeichen. Das funktionierte bei uns gut, weil wir einen Vorteil haben. Wir sind eben jung. Wir sind eine ganz junge Firma, die von Anfang an diesen Weg geht. Also wir versuchen ja eigentlich immer und immer wieder Dinge zu tun, die mehr sind als einfach nur die Pizza. Und wenn du das kontinuierlich machst, dann glaube ich auch, dann nimmt man so einer Firma auch was ab. Dann ist es nicht Whitewashing, Greenwashing oder was auch immer. Dann ist es etwas, was glaubwürdig ist. Aber das ist ein ganz, ganz wertvolles Gut, was du dir erarbeiten musst. Und ich finde, das gehört tatsächlich zu unserer DNA dazu, das zu machen. Und zu Weihnachten ging es dann weiter. Dann war die Kampagne rum und dann kam der zweite Lockdown zur Weihnachtszeit. Da haben wir gesagt, komm, wie wäre es, wenn wir jetzt selbst mal wirklich Geld in die Hand nehmen und Taten sprechen lassen? Und dann haben wir gesagt, aber das bringt nichts, wenn wir das alleine tun. Lass uns daraus eine Bewegung machen.
Lass uns daraus eine gemeinschaftliche Solidaritätsaktion machen. Und zwar war der Gedanke, dass die Krisengewinner, also die Supermarktmarken, wie wir, auch Wagner im Übrigen war da dabei, da gab es zum Beispiel, das fand ich auch cool, jetzt tun wir mal die ganze Konkurrenzdenke beiseite schieben, jetzt setzen wir mal ein Zeichen und arbeiten zusammen. Und wir haben mit Froster, mit Follow Food, mit zig Marken da draußen haben wir, ich glaube, am Ende waren es 21 Marken, haben wir über 200.000 Euro gesammelt und haben die jetzt nach einem Zufallsverfahren an die Gastronomie verlost. Und der Gedanke war, dass man das Weihnachtsgeld, was man sich dieses Jahr spart, weil man ja keine Weihnachtsfeier machen durfte wegen dem Lockdown, oder auch das Geld, was die Team-Events sonst gekostet hätte, dass man einfach das Geld, was man sich dieses Jahr gespart hat als Firma, nimmt und in einen Gemeinschaftstopf tut, um damit der Gastronomie zu helfen. Und das ist natürlich, da fehlen ja Milliarden. Also uns ist klar, dass die 200.000 Euro da nicht jetzt wirklich die Berge versetzen. Aber auch dort geht es erstmal um ein kleines Zeichen. Die vermeintliche Konkurrenz. Wer im Restaurant ständig Pizza isst, der kauft ja keine Tiefkühlpizza mehr. Und andersrum, wer ständig Tiefkühlpizza isst, isst nicht mehr so viel im Restaurant. Also eine vermeintliche Konkurrenz schiebt das Konkurrenzdenken beiseite und die Supermarktmarken vereinen sich, um der Gastronomie zu helfen. Das war einfach mal ein Versuch. Klappt sowas oder nicht? Ja, keine Ahnung. Wir wussten es nicht. Wir wussten, wir wollen es machen und sind einfach mal losgezogen und haben ja am Ende tolle Partner gehabt. Froster war ein ganz, ganz starker Partner auch von Anfang an und haben dort diese Kampagne hochgezogen. Try and Error. Und das war kein Error, sondern ging total auf, weil es uns sehr gefreut hat, dass man da so eine Bewegung reingebracht hat. Genau, das habe ich eben dann auch auf Instagram gesehen. Also die Partner, über die du gerade gesprochen hast. Und da fand ich es dann eben auch nett, dass zum Beispiel auch so ein Wagner-Pizza dann eben auch da mit euch gemeinsam das eben gemacht hat und genau, man dann eben auch an so einem Projekt arbeitet. Fand ich klasse, aber konnte man eben auch sehr gut dann eben auch bei euch, also auch auf Instagram eben auch nachvollziehen. Das fand ich eben total sehr cool. Auch insgesamt finde ich euren Instagram-Account sehr nett, weil er eben sehr transparent ist, auch vom Herstellungsprozess und so. Aber dass man eben auch von so einer Aktion dort eben noch erfährt. Klasse, vielen Dank. Nee, wir haben jetzt echt schon super spannende Insights von dir bekommen und wollen das Ganze gleich nochmal für die Runde eröffnen. Jetzt sind wir schon ziemlich spät dran. Wenn du, ich habe während meiner Zeit, ich coach zum Teil ja auch einige Startups, auch so im Food-Bereich. Was ist denn vielleicht so ein Tipp, den du denen noch mitgeben könntest? Weil die einen fragen sich vielleicht, Mensch, sollen wir uns mehr auf Marketing konzentrieren und Produkt ist so ein bisschen egal oder machen wir erstmal, perfektionieren wir erstmal das Produkt und dann kommt das Marketing. Was wäre vielleicht so ein Tipp, den du solchen Gründern im Food-Bereich mitgeben könntest? Also für uns ist eine Erkenntnis ganz klar, das Produkt ist der König, aber die Marke ist die Königin und regieren tun sie beide, wenn sie gute König und Königin sind. Das heißt also, wenn du jetzt ein Produkt hast, unserer Meinung nach, wenn du ein Produkt hast, was nicht wirklich sich spürbar abhebt, entweder verbessert das Produkt so lange, bis es ist, und wenn es gar nicht möglich ist, dass es sich abhebt, dann hinterfrag lieber mal, ob das dann Sinn macht, dieses Produkt zu bringen. Weil ich persönlich glaube, heutzutage ist alles viel zu transparent geworden, zu schnelllebig, die Leute tauschen sich aus, du hast 1000 Foren und 1000 soziale Kanäle, du kriegst sofort unmittelbar direktes Feedback, was alle anderen auch lesen können. Ich glaube, ich weiß leider die Zahlen nicht mehr, aber es war erschütternd, wie viel, man kennt es ja selbst, man möchte sich ein Buch kaufen bei Amazon oder so und dann guckt man, guck mal, das hat 54 mal 5 Sterne, aber 2 mal 1 Stern. Ich lese als erstes, warum hat es nur 1 Stern bekommen? Und ich glaube halt, wenn man ein Produkt hat, was nicht vorne dabei ist, dann hast du viele 1 Sterne und dann hast du, ich glaube, also gefühlt und ich glaube, das geht unter. Aber die Marke auf all der anderen Seite ist natürlich genauso wichtig, weil es ist auch sehr, sehr schade, wenn ein Startup da ist, was ein fantastisches Produkt hat, was sich abhebt, aber die Gründer vielleicht brillante Köpfe sind, weil sie tech-affin sind zum Beispiel und eine geile App launchen wollen oder weil sie vielleicht auch Foodmarken sind, dann aber nicht so unbedingt das Gespür oder den Background haben für Marketing. Und dann ist es auch schwierig, weil ich glaube, wenn du mal losgelegt hast, on the run die Marke nochmal komplett umzustülpen, ist schwierig und auch fragwürdig clever vielleicht irgendwann. Auf der anderen Seite, ohne die richtig gute Marke am Anfang, hast du es ungleich schwerer, überhaupt Fuß zu fassen in den Markt. Das heißt, ich kann einen Tipp geben und den gebe ich von Herzen an alle, die jetzt vielleicht in der Gründungsphase sind oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter, aber noch nicht am Markt. Holt euch kreative Planner, Strategen und zur Not beteiligt sie an eurem Erfolg. Muss ja nicht gleich Anteile sein, kann ja eine Umsatzbeteiligung sein, kann auch gedeckelt sein auf ein paar Jahre. Aber gebt Top-Talenten den Anreiz, bei euch mitzumischen. Wenn euer Produkt, eure Idee nur gut genug ist, dann findet ihr Unterstützer. Weil ich glaube, in der Agenturwelt, in der Kreativwelt gibt es so viele, die sich genau sowas sehnen.
es gibt so viele Freelancer auch da draußen, die so Bock haben, bei irgendwas Großem dabei zu sein. Wenn man die identifizieren kann und die nur den Anreiz gibt, vielleicht durch Umsatzbeteiligung oder Anteile mitzuwachsen, dann kann man eine Marke erschaffen, auch als Marke ohne Geld. Dann musst du nämlich nicht im Vorfeld da die, ich meine, wenn du zu Top-Agenturen gehst, wie Jungformat oder Konsorten, dann, das sind fantastische Agenturen, aber da bist du als Startup, wenn du überhaupt wahrscheinlich gewünscht bist, das 18.000. Licht und musst trotzdem 100.000 Euro hinlegen. Das hast du natürlich nicht als Startup, aber du schaffst es hundertprozentig mit der richtigen Überzeugung, Top-Talente für dich zu gewinnen, die dir deine Marke aufbauen. Dann musst du ihm im Umkehrschluss aber auch das Gefühl geben, ich bin an Bord. Und so, hat die Agentur zum Beispiel, wo ich war, Ligis Delaney, das war meine letzte Agentur, die hat so die Marke Follow Food hochgezogen und hat mir auch ermöglicht dann, als ich da gearbeitet habe, die Marke Gustavo Gusto aufzubauen. Das habe ich Ligis Delaney zu verdanken und oder wir als Marke haben das Ligis Delaney zu verdanken. Und das ist halt aber auch für eine Agentur natürlich ganz spannend, weil, ja, ich meine, in dem Fall haben sie nicht nur für Marken gearbeitet, sondern haben die Marken mitentwickelt. Und das ist auch für Agenturen ein fantastisches Aushängeschild, glaube ich. Weil auch Agenturen suchen einfach nach Differenzierung. Und wenn du als Agentur dich insofern differenzieren kannst, dass du zeigen kannst, guck mal, ich habe das und das Startup übrigens von der Pike auf mit aufgebaut, das ist ein Asset. Und ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Tipp, ein wichtiger, wichtiger Tipp. Vernachlässigt anfangs nicht die Marke. Auf der anderen Seite hast du so viele Chancen, wenn du die guten Leute holst an. Genau, das ist wirklich ein super Tipp, weil, und ich glaube, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, dass Leute ja auch gerne bei einem spannenden Projekt mit dabei sein wollen, ja. Also klar wollen die irgendwie auch alle Geld verdienen und so. Und gerade wenn du jetzt in einer Agentur arbeitest oder als Freelancer im, weiß nicht, vielleicht Designbereich oder sowas, verdienst du ja typischerweise jetzt irgendwie auch nicht Milliarden von Euro oder sowas, ja. Aber ich glaube, erstmal was mit aufbauen zu können, das dann auch als Referenz eben zu haben, ist halt extrem spannend, einfach auch dadurch eben auch Sachen zu lernen und dann natürlich vielleicht noch an der Upside beteiligt zu sein. Ist natürlich jetzt spannender, als jetzt zu sagen, Mensch, ich habe jetzt die 100. Kampagne für McDonald's jetzt gemacht, weil der Big Mac jetzt irgendwie nochmal eine extra Scheibe Käse hier oben drauf hat oder sowas. Ja, da ist natürlich jetzt nur begrenzt viel, was du da kreativ leisten kannst. Aber wirklich eine spannende Marke, ja eben auch vielleicht ja mit an den Start zu bringen und zu entwickeln, ist natürlich echt eine tolle Perspektive. Genau, deshalb vielen Dank für diesen genialen Tipp. Dass du halt eben auch deine Erfahrung geteilt hast, aus eurer Gründung heraus, eben auch mit dem ganzen Wachstum. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft für ihn bringt. Einmal was neue Produkte angeht, aber dann eben auch die Expansion, hoffentlich auch bald nach Holland. Und genau, wir verfolgen das Ganze auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man vielleicht auch dir auch folgen möchte, ich glaube, die kann man ja zum Beispiel auch auf LinkedIn sehr gut folgen. Da postest du ja auch mal wieder spannende Sachen, wenn es neues für euer Unternehmen gibt. Genau, von daher ist wahrscheinlich der auch der beste Weg, auch mit dir zu connecten, wenn es auch um Kooperation oder ähnliche Dinge gehen sollte, oder? Jederzeit, ich freue mich auf jede Antwort. Ja, alles klar. Dann vielen Dank, Michael, vielen Dank an die Zuhörer und schönen Abend noch. Ich danke dir, bis bald, tschüss.